Wollt ihr nicht? Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Hofbergmann im LS19 mit dem lieben Ostrand-TV. Moin. Und mit dem Fabi. Hallöchen. Ja, ich hab gedacht, ihr macht die Anmoderation, deshalb bin ich die ersten 5 Sekunden still geblieben. Ich hab erst anmoderiert vor ein paar Folgen. Folge, wo du dabei warst. Was? Erste Folge, wo du dabei warst, war letztes Mal Anmoderation von dir. Nee. Die 95. Folge, Leute. Also, die 90. Folge geht 100 Minuten, oder was? Nein. Natürlich nicht. Nein. Oder Livestream hieß es. Die 100. Folge sollte Livestream werden, aber das weiß ich noch nicht, ob es klappt. Wir sind angekommen. So, ja, dann, Leute, wir haben uns was vorgenommen, deshalb bin ich mit dem Dödel Fabi gefahren. Wir müssen natürlich wieder zu der lieben Frau. Oh. Ich habe das schon abgeklärt mit dem Meier. Ja. So. Wir haben gesagt zu Anfang, wir kaufen uns nur eine, oder? Ja. Aber kauf auch hier ein Fässer oder sowas. Ja, du brauchst ein Fässer. Ja, viel Fässer, dann viel Fässer. Ja, oder? Soll ich 5? 4 sollten reichen. Wobei mit 4 packst du halt 1000. 4 packst du 1000 Liter. Ja. Okay, 1, 2. 3, 4. Ja, volle Kondition, Alter. Leute, für uns ist es heute der 1. April. Und keiner von uns hat uns was ausgedacht. Wer weiß, du musst noch einer sagen. Ja. Ja, ich weiß nicht, wir hören alle. Was? Du wolltest noch was sagen. Nichts da. Warum? Weil das nicht passiert. Oh. Ich hab mein Fass verloren. Oh. Warum machst du das vorne hin? Weißt du, die Stützlast in echt, wie wäre die? Auf der Achse musst du das erst hinstellen. Also. Ja, der ist ganz gegen vorne hingeschmissen. Weißt du, jedes kennt sogar. Ja, los geht's. Er weiß es wohl nicht, Doss. Ich weiß auch, dass er... Ja. Bestimmt, wenn du Ballen abladen sollst, fängst du natürlich vorne an, wenn nicht hinten. Ja. Leute, das ist nicht eine gute Vorzeigung, was hat jetzt Fabi gemacht. Natürlich immer schön mittig auf die Achse. Das ist der Schützlastbereich schön austaxiert. Schön auf der Kupplung. Am besten schön rechts natürlich. Oder ganz links. Ist auch gut. Nicht in der Mitte. Ja, so ein bisschen rechtslastig ist es. Ja, Fabi. Ja, ich wollte nicht zu eng fahren, weil ich dann weiß, was ja. Häng fest. Wow, wie jetzt? Schon weit gekommen. Ja, wir sind nicht ganz beim Hof. Moment, ich probiere schieben. Moment, bleib stehen. Mal doch. Hä? Wie? Was ist denn jetzt passiert? Hast keine Kraft für Flügel oder was? Probier schieben, zack. Schwierig. So, ich hab geschoben. Ja. Och, Menno. Mensch, Meier. Man, kannst du jetzt nicht was am 1. April bei der Handybar ausstellen, Alter? Jo. Ding nervt mega. Alter. Junge, wo landen wir denn noch?
Ich wollte den Feldweg nehmen, ja. Ja, das Korrigieren mit dem Van hier ist, naja. So, lasst mich hier vorne mal kurz raus. Nee, weiter vorne. Ja, weil du musst ja zur Buttermaschine. Nee, du musst bei der Käsemaschine. Und du musst mich hier rauslassen. Das kann ich irgendwas abholen zum Abladen von dem Ding. Ja, brauche ich. Warte, warte mal kurz. Oh. Oder Moment, was gibt's hier? Wo hat eine Gabel? Wir haben keine Gabel. Okay, ja, dann nehme ich halt den Radlader. Ja. Direkt, aber auch. War das erste oder das zweite Haus? Nee, Radlader ist besetzt. Gib mir die Scheiße da. Ach man, ich komme jetzt nicht mal mit Big Bag dran. Ja, du musst ausschieben. Es gibt einen Auszug. Ah. Stimmt, ja, aber komm ich halt besser dran. Wow, der dreht hier am Berg durch. Du bist ja eigentlich so schief. Ja, ja, komm her, ich kann dir den ankuppeln. Oh. Ja, ja, Passt. Oh, wir machen Fortschritte. Alter. Mach mal das Ding vorne runter. Nee, das Ding vorne runter, das kann ich den anhängen. Nee, passt nicht. Vorne runter. Hier vorne runter, sag doch vorne runter. Ah, geht doch. Abfahrt. Ja, das sind hier vorne auf den Kuhplatz gestellt, alles. Den Kuhplatz? Ja, bei den Kühen da. Wie alles? Vor den Stall habe ich den Anhänger jetzt gestellt. Aha. Hier, kannst du haben. Mal ab. Scheiße, Alter. Mach ab. Keine abhängen. Ah, die Plattform kommt mir bekannt vor. Schön. Er ist auch eine Gabel, ne? Nee, ich muss halt die Dingsgabel dafür vernünden. Ah ja. Gibt's jetzt hier irgendwas, womit ich füttern kann? Was? Füttern? Bitte. Ja, es gibt Traktoren, Separatlader. Es gibt Traktoren mit Frontlader. Auch. Ja. Ich weiß auch nicht, welcher der Fan. Scheiße. Fan und Waldrad, Dings. Von der Amazone. Und dann der Puma. Puma hat, glaube ich, auch, aber der Puma ist für den größeren ausgelegt, glaube ich. Dann nehmen wir den. Das ist die Garde hier, die oder nicht? Hä? Warum geht die Schacke nicht rennen? Ja, es wäre schon Rad, also das ist. Oder steig mal aus. Steig mal raus, ich probiere mal. Ja, sag mal. Ja, das ist manchmal der Bug hier. So, ich habe für Ossi noch eine kleine Produktion dazugeholt. Der einzige, das ist Atmung gemacht. Oh, Alter, 0,9 Liter. Zum Glück. Oh Mann, ey, mein Kopf fährt jetzt schön da hoch. Man hat so gehofft, dass du jetzt schön da hoch fährst. Da nach oben dann stehen bleibst. Nee, passiert mir nicht. Akku hat raus. Wo hat das jetzt hingestellt, Alter? Hinten vor die Mistplatte. Ja. Ich hoffe, das geht mit dem Dreizacker, aber ich denke schon. Ich finde das cool, dass die so freilich beweglich sind. Ja. Muss man dazwischen gehen oder unten rein? Nee, dazwischen. Unten rein. Dazwischen. Backflippen am Waldra. Ja, das ist geil. Man kann schön dazwischen gehen, dann passiert nichts mehr. Die Dreizack ist perfekt dafür gebaut. Mhm.
Schleuser reißt jetzt rechts fast den Motor ab von dem Klappe der Maschine. XA, hüpft. Wo soll ich es hinstellen? Weiß es nicht. Eher so gegen die Wand. Wenn wir es irgendwie das hinkriegen. Ja, rechts an diesem Ausfall drankommen, gell? Der Mello ist perfekt hierfür eigentlich. Ja. Der ist zugänglich für überall, Alter. So, oh! Da sind ja die Fässer. Das war der falsche Knüppel. Das war der richtige Knüppel. Oder? Oh. Komme ich da nicht mehr raus, denke ich jetzt mal. Ach doch, perfekt. Jetzt ganz gegen die Wand noch schieben. Alter, ich habe ein Auge. Ich habe ein Auge wie keins. Ein Auge. Auge. Wir müssen da ein Fass suchen. Das kann man direkt in den Tank reinkippen. Das müssen wir noch suchen, Leute. Fass doch schon direkt in. Also. Mann, wie hieß denn das Fass früher, wo wir verwendet haben? Was müssen wir noch machen? Rottefass, oder? Wie, damit wir in das Ding überladen konnten? Ja. Da haben wir benutzt entweder den Tank bei Diverses von mir oder den Milk Tank. Den für einen Kompaktlader. Einen von den beiden haben wir benutzt. Nein. Ich glaube, Schwarzer meinte, das war hier bei der Buttermaschine, da gibt es doch diesen Tank. Nicht in die Buttermaschine direkt rein oder bei der Käsemaschine direkt rein. Da vorne gibt es doch diesen Tank. Diesen Tank, ja, das sage ich. Und das wäre natürlich doch viel, viel besser. Achso, da rein haben wir das gemacht mit der Plattform, die ihr auch habt. Nee, nein, passt nicht. Das geht. Nein, habe ich. Also haben wir das mal früher gemacht. Aber jetzt nicht mehr. Geht nicht. Ostrein, was meinst du? Vielleicht geht's mit dem Originalfass, das haben wir noch nicht probiert. Damit haben wir das auch gemacht, mit dem Originalfass. Also von der Hofbergmann, dieses LSFM-Pack. Ey, das geht auch nicht. Das geht für gar nichts. Alter. Das Fass haben wir hier drauf. Das können wir sowieso verkaufen, Alter. Das bringt gar nichts. Soll ich euch sagen, warum? Warum? Ihr habt nicht die aktuellste Version vom LSF Pack. Daran könnte es liegen. Genau. Weil die 1.5 ist ja mit einem Schlauchsystem verbaut. Mhm. Eigentlich schon. Ja. Dadurch, aber fahr, wenn es mich nicht richtig, also wenn es mich nicht täuscht, fahr mal an, die hat doch. Hey. Oh. Mann, der hat kein Beifahrer, so scheiß Boomer. Ich überfahre dich gleich. Ist da schon weiter jetzt? Ach nee, weiter war der Fahrer, Junge. Durch das Schlauchsystem geht das nicht mehr. Der Müll ist vielleicht im Tank. Als keine. Boah, sind wir gerade dabei. Ich brauche nur so 500 Liter oder so. Ja. So, das reicht schon. Warte, darf ich den Grassilagebein hier verfüttern oder darf ich den jetzt nicht verfüttern in Mischration? Ja, das darfst du, ja. Gut. Wir haben genug, wenn du rumguckst. Ja, ich wusste nicht, ob das jetzt unten Silage oder Gras-Silageballen sind, deswegen. Nee, wir haben genug. Das sind alles Gras-Silageballen. Okay. Was willst du denn? Ah, die Bremse funktioniert nicht. Au, ich Mensch, das aufpassen heute. Drehschirmkünste bei Jakey. Ich vorhanden. So,
So, da sollte ich abkippen können, kann ich nicht. Oh Moment, ich habe den Anhänger nicht angewählt. Nö, kann man nicht. Bin ich in den Käufer strahlt oder ist das einfach ein Trigger? Na warte. Nein, da ist das kein Trigger. Ich das sehen können, warte, und vorne? Hier, ja, ist, hier ein ist ein Trigger. Hä? Da muss ja ein Trigger sein. Ja, hier ist ein Trigger, auch nicht bei der Gäserei. Du musst ja ein Trigger mal hier, sein. Kannst du hier abkippen? Nein, warum muss der ein Trigger sein? Auch nicht. Dann fangen wir an, die Mist, der gebaut hat. Nee, das macht er nicht. Ich sehe gerade, was da ist. Klar. Da kannst du nicht mit einfachen Fässer abkippen. Hab ich doch gesagt, dass der Dings ist. Du brauchst die neueste Version vom LSFM. Da ist Schlauch. Gesagt. Schlauch. Ja. Ist klar, dass da keine Scheiße da ist. Da kann man abkippen, das weiß ich. Da haben wir es viel abgekippt schon. Ja. Ja, ist klar, dass da kein Trigger verbaut ist, weil das geht über Schlauch. Also habe ich vor 2 Minuten gesagt. Ja. Gut. Wie sieht's denn eigentlich aus mit dem kleinen Johnny Gator Fass? Hat das der Schlauch? Ich weiß nicht, in welcher Version das den Schlauch hat. Kannst du probieren. Soll den Schlauch haben. Läuft hier drauf? Ossi? Ja? Wie lange haben wir jetzt schon die Folge? 5 Minuten haben wir noch. 5 Minuten, okay. Dann kann ich kurz... Ja. Dann kann ich kurz zum Händler runterfahren und mir kurz das Fass ausborgen. Was fährst du da runter? Was? Was fährst du da runter? Mit was fahr ich da runter? Ja. Ja, mit was? Ich denke mit dem, Ort. Transit. Ja, dann warte mal, ich will mit. Ich komm da raus. Lass da stehen bleiben. So. Ich denke, das slippt mit dem Ford. Das sieht auch aus, Alter. Kannst du kurz anrufen, dass wir uns kurz fragen können? Oh. Also, ich bin hängen geblieben. Da am besten, oder? Oder, Schwarzer? Was? Bieten am besten, oder? Ja, ja. Jo, shit, aber. Perfekt. Mann, jetzt geht's alles über WhatsApp, oder wie? Ja, ein Anruf und alles ist da. Ui. Ich hoffe, das kann ich das anhängen mit dem Ford. Wenn nicht, sind wir scheiße dran. Was hast du, rote Kran, mein Junge? Das sieht gut aus. Weiß nicht, ob ich jetzt ranfahren will, das dann. Weg. Fahrt. Jetzt bin ich hinten. Oh. Ja, wir müssen sowieso so eins kaufen für den Transit. Für Flüssiggut nach A nach B zu bringen. Wie Diesel und so. Geht da Diesel rein? Ja, geht eigentlich so gut wie alles rein. Ich weiß nicht. Ah, wir hätten das sollen gleich kaufen. Ja, ist egal, können wir ja. Können wir ihm ja anrufen. Wir kaufen das gleich. Kostet ja, glaube ich, nicht viel. Ja, 8000. Ja, 6800. Nächstes Jahr haben wir mega viel Stress mit den Feldern. Ja, aber nee, wir haben ja Fabi mehr.
Dann ja. Ui! Ja, war vorbei. Ey, das geht viel schneller, Alter. Also rein. Alter, sieht's hier aus. Ja, nee, ich hab nicht. Nein, hab ich nicht gemacht. Nee. Ja, muss ein bisschen geil. Fahr doch rückwärts. Oh. Oh. Geht, sagst du. Wie ist da der größte Unterschied von dem Auslass vom Fass und dem Anhängerspritzen vom. Okay, ja, siehst du das so klar? Moment. Beim Fass kämst du zum Gartenschlauch raus und. Jetzt. Und hier bei so. Moment, bei diverses hat es da Schläucher zum Kaufen. Ach nee! Ich weiß, was hat Schlauch. Moment. Aber geht da Milch rein? Ich denke nicht. Hey, hier liegen doch Schläuche hier. Wo? Nee, kann man leider nicht annehmen. Schade. Ja. Das sind die Schläuche zum. Moment mal. Das kurz. War die Kettensäge. Mal kurz. Okay, ja, das sind Schläuche. Ja, ich weiß, was hat so ein Schlauch. Komm mit. Das haben wir doch letztes Mal schon gehabt, mit den Schläuchen. Ah, ja, der Anhänger halt. Komm mal da, das ist gut. Kann man da flüssig gut reindonnern? Ja, das ist klar, dass der Schläuche hat, weil der ist ja mit dabei. Ah, das war der. Unter welcher Kategorie ist denn der? Nee, da geht nur Kalk, Dünger, Saatgut. Nee, geht nicht. Warte, ist nicht dieser Plattformanhänger mit dabei? Welche Plattform? Alles klar, Plattformanhänger. Wie willst du in Plattform Milch reinmachen? Ja, den kannst du umrüsten. Ich weiß, welcher ist noch dabei. Den alten da. Habe ich den überhaupt mit draufgenommen? Nee. dieser Drehschimmelanhänger, den meinte ich. Ja, ganz genau, den meine ich auch. Ja. Den habe ich nicht mit reingenommen. Es ist halt richtig schade, Leute, weil das müssten wir gucken, wie das irgendwie funktioniert. Ja. Da müssen wir was ausprobieren und was machen, dass das irgendwie reingeht. Irgendwas raussuchen. Weil das ist halt schon. Das wäre schon gut, weil dann könnte man da mit dem Dingens da runter und da rein. Okay. Hier hast du noch nichts reingefüllt, oder? Doch, 17 bisschen, Liter. 17 Liter. Ah ja. Oh, jetzt ist ein Krach drin. Was habe ich denn da jetzt eingeschaltet? Lüftung. Okay. Ja, sind wir am Ende oder wie? Ja. Ja, liebe Leute, wir suchen eine Lösung, dass das irgendwie klappt. Aber derzeit würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Kommentar da, wenn ihr wisst, was da Sache ist. Und ja, dann würde ich einfach sagen, lasst auch gerne ein Abo da, geht bei den beiden natürlich unten verlinkt, gucken. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Ciao. Tschüss.